Meine Damen und Herren, ich melde den Misslerin. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundeserfahrung. Vielen Dank und einen schönen guten Tag. Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren Staatssekretäre, Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrte Damen und Herren. Wir leben in bewegten Zeiten, die Rede der Ministerin hat das deutlich gemacht und ich möchte einleitend sagen, dass bei aller verständlichen Emotionalität im Angesicht der existenziellen Herausforderungen es nun wirklich wichtig ist, unverändert Besonnenheit an den Tag zu legen und eine kontinuierliche Lageanalyse. Und in dieser Zeit ist es, und ich mache ein Gänsefüßchen davor, unsere größte gemeinsame Aufgabe, die personelle, die materielle Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr zu verbessern für die gesamte Breite des Auftragsspektrums und das bei gleichzeitigem Aufwuchs. Gänsefüßchen. Falls einige unter Ihnen nun denken, das hätten Sie schon mal gehört, kann ich Sie bestätigen. Mit diesen Worten habe ich meine erste Rede als Generalinspekteur am 15. Mai 2018 bei der Bundeswehrtagung eingeleitet. Und Sie sehen, diese Zitate haben nichts an ihrer Aktualität verloren. Allerdings, seit dem 24. Februar diesen Jahres gelten völlig neue Rahmenbedingungen, als wir sie damals vorfanden und die seinerzeit auch fast undenkbar für uns waren. In den vergangenen 4 Jahren haben wir gemeinsam schon viel erreicht, zum Beispiel die Steigerung der materiellen Einsatzbereitschaft unseres Großgeräts und zumindest bis zur Pandemie auch die Steigerung der persönlichen und personellen Einsatzbereitschaft. Die neue Lage verlangt es von uns allen erneut anzupacken und die Bundeswehr gemeinsam nach vorne zu bringen. Und dabei müssen wir auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein und nicht auf den günstigsten. Und deshalb ist der Auftrag der Bundeswehr eindeutig, wir müssen die Einsatzbereitschaft in der Breite erhöhen, bezogen sowohl auf die Kampfkraft wie auch auf die Erhöhung des Einsatzwertes. Und diesen Auftrag müssen wir mit äußerster Dringlichkeit verfolgen, auf allen Ebenen und in allen Dimensionen. Und auch wenn der Anlass Ukraine-Krieg dramatischer kaum sein könnte, die Zeitenwende mit dem Sondervermögen der 100 Milliarden Euro und dem geschärften gesellschaftlichen Bewusstsein für die elementare Notwendigkeit von Streitkräften für unsere Sicherheit ist auch eine einmalige historische Chance. Das müssen wir gemeinsam nutzen. Lassen Sie mich mit der Lage in der Ukraine beginnen. Sie verfolgen das alle täglich. Die Front erstreckt sich nach heutiger Lesart momentan auf eine Länge von rund 1300 Kilometern. Eine groß angelegte Gegenoffensive auf der gesamten Breite dieser langen Front sehen wir derzeit nicht. Russland hat zwar infolge der erfolgreichen ukrainischen Gegenangriffe vorerst die Initiative verloren, hält aber nach unseren Erkenntnissen an seinen Zielen in der Ukraine auf strategischer Ebene fest. Die ukrainischen Gegenangriffe führten zu regionalen taktischen Erfolgen im Schwerpunkt im Nordosten auf einer Breite von rund 130 Kilometern, bei denen die russischen Kräfte in einigen Stellen sprichwörtlich in die Flucht geschlagen wurden. Wie nachhaltig jetzt diese Geländegewinne sind, muss sich jedoch noch erweisen. Eine Prognose zum weiteren Kriegsverlauf werden Sie von mir nicht hören und auch nicht zur Dauer des Krieges. Es ist zurzeit einfach seriös nicht möglich, das einzuschätzen. Bei der Bewertung des russischen Militärpotenzials allerdings sollten wir unseren Blick nicht nur auf die Ukraine lenken. Auch wenn etwa 60% der Landstreitkräfte der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg gebunden sind, verfügen die restlichen Landstreitkräfte sowie die russische Marine und die Luftstreitkräfte noch über ungebundene Kapazitäten. Und wir müssen den Fokus weiten und auch uns auf andere Szenarien einstellen. Die strategische Großübung Vostok 2022 ist mit ca. 50.000 Soldaten zwar deutlich kleiner ausgefallen als in der Vergangenheit, soll aber das anhaltende russische Engagement im pazifischen Raum weiter verdeutlichen. Gleichzeitig versucht Russland mit der Einbindung unter anderem von Belarus, China und Indien zu demonstrieren, dass es international nicht isoliert ist und handlungsfähig bleibt. In diesem Sinne ist auch die Teilnahme Russlands am heute beginnenden Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zu sehen. Russland wirbt stark für eine multipolare Weltordnung nach seiner Lesart
und versucht, Alternativen zu aktuellen Ordnungssystemen zu schaffen. Und wir dürfen nicht den Fehler wiederholen, das russische Gesamtpotenzial zu unterschätzen und nur mit unserer westlichen Brille zu durchschauen. Bislang gibt es keine Generalmobilmachung in Russland. Russland hat hinreichend Material und vor allem Munitionsvorräte. Der politische Wille, Entschlossenheit und die imperialistischen Ideen Putins. Sonst wäre das mit Ihrer Pausenzeit abgegangen. Ja, ich setze gerne noch mal fort mit den Munitions- und Materialvorräten. Aber auch der politische Wille und die Entschlossenheit und die imperialistischen Ideen Putins sind vorhanden. Auch hohe Verluste unter den eigenen Soldaten werden hingenommen. Der Rückhalt in der Bevölkerung zu diesem Krieg ist noch vorhanden. Konventionelle und nukleare Abschreckung, beides ist immer gleichzeitig zu sehen, gegenüber der NATO steht. Und wir sehen zusätzlich den Einsatz russischer Streitkräfte in Syrien, in Mali, wir sehen hybride Einflussnahmen in allen Weltregionen, wie zum Beispiel Balkan, Kaukasus, Moldau, Transnistrien, um das zu zeigen. Das alles unterstreicht die strategische Reichweite Russlands. Und deshalb ist unverändert erste Priorität für uns jetzt die Landes- und Bündnisverteidigung. Soweit vielleicht zu diesem Blick. Aber ich möchte an der Stelle auch einen Blick zurücklenken in die eigene Lage und will Sie mitnehmen an den Beginn des Jahres. Wo stand eigentlich die Bundeswehr zum Jahresbeginn? Also im Januar, bevor die Zeitenwende ausgerufen wurde. Unsere gerade zweijährige Amtshilfe in der Pandemie war abgeschlossen. Mit erheblichem Nachholbedarf in der Truppenausbildung und der Individualausbildung. Und wir brauchen noch bis Mitte 2023, um diese Lücken, ich nenne das mal die Pandemiedelle, auszugleichen. Letztlich haben wir aber keine auftragsfreie Zeit gewonnen. Die aktuelle Lage gibt uns, wie geschildert, dazu keine Spielräume. Beim Erreichen der Fähigkeitsziele der NATO bekamen wir letztes Jahr nicht nur gute Noten. Nach Bewertung durch die NATO bestehen Defizite in allen Dimensionen, wodurch deutsche Beiträge zum hochintensiven Gefecht teilweise eingeschränkt sind. Als Hauptgrund dafür nennt die NATO die zu geringen Verteidigungsausgaben in der Vergangenheit. Bekannte Größe. Gleichwohl wurden die Zeitenwende und das Sondervermögen sehr positiv aufgenommen. Wir haben Fähigkeitslücken. Unsere Einsatzbereitschaft leidet noch in vielen Bereichen, vor allem mit Blick auf die Kampfstreitfähigkeit. Aber trotzdem ist es uns allen gelungen, alle Forderungen, die an uns gestellt wurden, zu erfüllen, sei es im Rahmen des Bündnisses, in den Auslandseinsätzen oder auch wiederholt in der Amtshilfe. Und dafür möchte ich Ihnen allen stellvertretend herzlich danken. Es ist Ihr Verdienst und das Ihrer Soldatinnen und Soldaten sowie der zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, die Aufträge der Landes- und Bündnisverteidigung und die aktuelle Lage zwingen uns nun klar zu unterscheiden zwischen politischer und militärstrategischer Ebene. Auch dieses Themenfeld ist durch die lange Fokussierung auf das internationale Krisenmanagement zeitweise in den Hintergrund gerückt. Es gewinnt nun aber zunehmend an Relevanz. Auf politischer Ebene, die Ministerin hat das angesprochen und Sie wissen das, wurden nun die Strategieprozesse der NATO und der Europäischen Union abgeschlossen mit den jeweiligen strategischen Konzepten. Ich bin nun verantwortlich für die militärstrategischen Effekte, die wir nun bei knappen Zeitlinien für die NATO, die EU und national erzielen müssen. Was ist also jetzt zu tun? Was kommt auf uns zu? Was kommt auf Sie alle zu? Die neue NATO-Strategie fordert von uns. Dann mache ich das wie früher in der Feuerstelle. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt alle hören. Ich versuche es mal. Also, die neue NATO-Strategie fordert von uns allen, dass wir unsere Verteidigungsplanung in der NATO, aber vor allem auch national, entsprechend operationalisieren. Das heißt, übersetzt, das Kräftedispositiv der Ostflanke wird uns weiter begleiten. Also wesentlicher deutscher Beitrag zur Enhanced Forward Presence in Litauen, das Forward Command Element der aufwachsenden Brigade, das Air Policing im Baltikum, Rumänien, Polen und die deutschen Kräfte in der Slowakei.
Sie kennen das, aber das Thema wird uns die nächsten Jahre begleiten. Mit dem Beitritt von Schweden und Finnland wird die NATO ihre Planungen für den Ostseeraum und die Arktis überarbeiten. Auch hier werden wir uns als Anrainer mit unserem deutschen Angebot eines maritimen Hauptquartiers in der Ostsee entsprechend einbringen. Deutschland ist Drehscheibe alliierter Truppenbewegungen. Das wird sich nicht nur in diesem fachlichen Kontext auswirken, sondern auch dann, wenn Sie sich die hohen Bereitschaftsgrade, die vom New Force Model zu erwarten stehen, dann entsprechend das nochmal betrachten. Zivil wie militärisch. Das heißt, es wird zu einer deutlichen Erhöhung unseres Aufgabenbereichs kommen. Multi-Domain Operations. Wir haben das 2 Jahre studiert und ausgewertet mit der Führungsakademie. Dieses ist jetzt konzeptionell zu erschließen und umzusetzen. Die Digitalprojekte im Sondervermögen sind dabei wesentliche Voraussetzungen für die rasche Umsetzung dieser Multi-Domain Operations. Und für die strategische Steuerung dafür richten wir im BMVG zurzeit eine entsprechende Stelle ein. Kommen wir zum NATO-Planungsprozess. Die Political Guidance ist zurzeit in Arbeit. Sie wird uns hinführen zu den Planungszielen 2025. Die konsequente Umsetzung dann in unsere nationalen Fähigkeiten wird natürlich dann folgen. Und ich bin mir sicher, es wird keine vollständige 180-Grad-Wende geben, aber es wird auch kein Weiter-so geben. Also auch hier ist neues Denken erforderlich. Zum New Force Model sei gesagt, dass wir damit natürlich unsere Krisenreaktionskräfte insgesamt parallel zur aktuellen großen Truppenstellung, die wir für NRF einbringen, auch entsprechend betrachten müssen. Bereitstellung einer voll ausgestatteten, voll ausgebildeten Heeresdivision ist ein Leuchtturmprojekt in diesem Kontext. Und ich möchte dabei unterstreichen, inklusive der Unterstützungskräfte aus der Streitkräftebasis, dem Sanitätsdienst und dem Organisationsbereich, vorgezogen um 2 Jahre auf 2025. Und wir werden wesentliche Beiträge aus allen anderen Dimensionen zusätzlich stellen, Flugzeuge und Schiffe. Und wir müssen in diesem neuen Modell auch deutlich mehr üben. Der Beginn war in der Quadriga-Planuntersuchung, die wir dieses Jahr abgeschlossen haben und wird sich fortsetzen bis 2024 mit intensivierten Übungsaufkommen. Schauen wir uns die Europäische Union an. So ist die Europäische Union nun durch den strategischen Kompass ein stärkerer militärischer Akteur. Auch hier werden wir gemessen an dem schon eingemeldeten Ambitionsniveau für 2025, nämlich mit der Bereitstellung einer European Battle Group, mit Personal für die Military Planning und Conduct Capability in Brüssel und natürlich auch mit unserer Drehscheibenfunktion. Auch hier im gleichen Jahr 2025 entsprechende Verordnung. Betrachten wir jetzt nochmal Deutschland in seiner Rolle und betrachten dort, dass das auf uns zukommt, dann ist aktuell sehr stark in der Diskussion natürlich unsere Unterstützung der Ukraine. Gemessen an den Aufträgen, die ich Ihnen aber gerade skizziert habe, gilt es hier, diese Balance sauber zu halten und unsere eigene Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden. Wir achten auf diese gute Balancierung. Das New Force Model bezieht sich auf die gesamte Bundeswehr. Es ist also nicht nur die Heeresdivision, die wir regelmäßig zitieren, es sind wir alle. Und das fordert am Ende ein Umdenken weg vom Kontingentdenken der alten Zeit zu kaltstadtfähigen, kohäsiven und interoperablen Verbänden in allen Dimensionen. Was ist eigentlich Kaltstartfähigkeit? Sie umfasst voll ausgebildetes, einsatzbereites Personal inklusive einer starken Reserve. Sie umfasst materielle Vollausstattung inklusive Munition, Ersatzteilen und Verbrauchsgütern. Wenn ich das so erwähne, wissen Sie selber unsere Vorräte. Kurz alles, was Zeit brauchen würde, muss durchgängig vorhanden und vorbereitet sein. Der Blick zurück zeigt uns allerdings, wir sind durchaus kaltstartfähig gewesen in der Vergangenheit. Nämlich in nahezu allen Einsatzkontingenten gab es immer ein erstes Kontingent. Das war immer kaltstartfähig. Wir haben immer geplante Dispositive vorgehalten. Auch die waren kaltstartfähig. Wo wir also hinwollen ist, dass jetzt viel mehr Truppenkörper kaltstartfähig werden und wir damit dann in der Lage sind, auch die gesamte Bundeswehr in diesem Kontext mitzubegleiten. Und wir werden dazu dann ein abgestuftes Modell von Bereitschaftszeiten haben. Auch sowas gab es schon im Kalten Krieg. Auch dort gab es nicht 100%, die gleichzeitig aus der Kaserne gefahren sind, aber das Thema Bereitschaftszeiten wird uns weiter beschäftigen. Allen muss klar sein, dass es im Grunde jederzeit losgehen kann, jederzeit zu einem Alarm kommen kann. Und dann müssen die schnellen Eingreifkräfte voraus und schon hinten dran die Haupt- und Folgekräfte so vorbereitet sein, dass sie nicht doch sich selber Gedanken machen müssen über Munition und ähnliche Dinge. Gleichzeitig, und ich unterstreiche das Wort, erfüllen wir Aufgaben im internationalen Krisenmanagement. Zurzeit ist eine vergleichsweise niedrige Zahl von Soldatinnen und Soldaten in den Einsätzen. Wir überprüfen die Mandate, wie im Koalitionsvertrag festgelegt. Und auch hier stellen wir in fast allen Einsatzgebieten fest,
den strategischen Wettbewerb der großen Mächte. Russland steht in Mali, China steht bei allen UN-Einsätzen im Hintergrund bereit, sofort Lücken zu schließen, so wir dort welche reißen. Als Westen müssen wir uns also auch in diesem Kontext militärstrategisch und politisch aufstellen und positionieren. Deutsche Entscheidungen haben dabei Signalwirkung auf unsere Partner. Auf der anderen Seite dürfen wir uns aber auch nicht vorführen lassen. Unsere Soldaten und Soldatinnen stellen sich diesen Herausforderungen und Entbehrungen immer und ständig. Und ich darf Sie um eines bitten, mit Blick Richtung ganz weit zurück, nämlich auf das Ende des Afghanistan-Einsatzes. Das war übrigens auch letztes Jahr, geht leider schon wieder fast vergessen, hätten wir nicht den Untersuchungsausschuss und die Untersuchungskommission im Bundestag. Für uns innen heißt es aber, dass wir diese Erfahrungen aus diesem Einsatz über die 20 Jahre in irgendeiner Form konservieren müssen. Da müssen Sie sich alle auch in Ihren Bereichen sicherlich nochmal Gedanken machen. Und wir dabei nicht denselben Fehler machen wie 1995 und folgende, als im Zuge der Friedensdividende Mindset, Fähigkeiten und Erfahrungswissen des Landes- und Bundesverteidigungsaspekts und des Kalten Krieges weitgehend verloren gegangen sind. Stichwort, es fehlen die Bilder. Und wiederum gleichzeitig haben wir die Amtshilfe geleistet, in den letzten 2 Jahren, wie geschildert, plus Fluthilfe, plus Waldbrände. Hier helfen wir überall, solange wie es nur irgendwie geht und wie wir gebraucht werden. Aber die Regeneration unseres Personals und Materials muss dabei immer als Preisschild im Auge bleiben. All die Aufträge, die ich Ihnen geschildert habe, werden wir in der Zukunft aus einer Struktur heraus leisten. Und zwar hoffentlich in einer flexiblen Struktur, die im Kern in der Grundausstellung für Landes- und Bündnisverteidigung aufgesetzt ist, aus der heraus wir aber die eben genannten Aufträge zu erfüllen haben. Auch hier zeigen die Beispiele, dass unsere Männer und Frauen der Bundeswehr hervorragende Arbeit leisten und geleistet haben, und zwar vor allem mit Empathie und der richtigen Einstellung. Es ist nun unsere Verantwortung als Führungskräfte von der Leitung bis zur Verbandsebene, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Lassen Sie mich einen Blick nach vorne werfen. Unsere Streitkräfteplanung der NATO schaut bis 2032. Der politische Fokus aktuell liegt innerhalb der Legislaturperiode, und ich nenne das mal so, die Jahre 2023 und 2024 sind unsere entscheidungsfreudigen Jahre. Das heißt in der Konsequenz, dass wenn die Bestandsaufnahme Ende 2022 abgeschlossen ist, es dann stramm mit der Umsetzung der Maßnahmen losgehen muss. Und das in einer Phase, wo wir mit 16.000 Soldaten und mehr in der NRF JTF eine entsprechende große Truppenbereitstellung vorgenommen haben. Das Meilensteinjahr für mich ist das Jahr 2025. Wie dargestellt, kumuliert dort letzten Endes alles. Die Division Heer 2025, die entsprechenden Beiträge zur EU, die Vollausstattung persönlicher Ausrüstung wird abgeschlossen sein und die Projekte aus dem Sondervermögen werden nach und nach zulaufen. Das wird ein Kraftakt, den wir nur gemeinsam bewerkstelligen können. Und deswegen ist meine Absicht unverändert, die Einheiten und Verbände als Träger der Leistungserbringung sind konsequent zu stärken. Der Ausbildungsstand, vor allem auf den unteren Ebenen, ist zu erhöhen. Material muss schnellstmöglich aufgefüllt werden mit dem Ziel der Vollausstattung. Munition muss priorisiert aufgefüllt werden und Personal für unseren besonderen Beruf muss gewonnen und gehalten werden. Also am Ende mein Lieblingswort, machen. Lassen Sie mich einige Worte zur kritischen Bestandsaufnahme sagen. Die vorliegende Lagefeststellung basiert teilweise auf schon langfristigen Analyseergebnissen. Wir mussten also nicht überall bei Null anfangen. Und das, was wir jetzt schon vorgefunden haben und was noch aufwachsen wird, gibt Hoffnung, dass wir hier tatsächlich viele Ankerpunkte haben, um die Dinge zu verbessern. In Gesprächen bei der Dienstaufsicht und bei Truppenbesuchen höre ich immer wieder, dass wir tatsächlich auch aus der Erwartungshaltung der Truppe keine Zeit verlieren dürfen. Man erwartet jetzt konkrete Ergebnisse, die für alle fassbar sind. Und der Fokus muss unverändert mehr denn je auf der Ertüchtigung der unteren Ebenen liegen. Lassen Sie mich an der Stelle auch die Bedeutung der Reserve nochmal hervorheben, die wir nicht vergessen dürfen. Sie ist wichtig zur Stärkung unserer Einsatzbereitschaft, für den Aufwuchs, für Durchhaltefähigkeit und hat große Bedeutung für die nationale territoriale Verteidigung und Heimatschutz. Und insgesamt müssen wir dann bei all dem, wenn wir auch in die Führungsorganisation hineinschauen, uns fragen, wie wir auch im BMVG mit den gesamtstaatlichen Herausforderungen weitermachen. Nämlich, wie kriegen wir Resilienz, hybride Bedrohungen inklusive Cyber in unsere Betrachtung mit hinein. Die Ministerin hat die Aufstellung des territorialen Führungskommandos erwähnt. Sobald dieses aufgestellt ist, haben wir 2 operative Führungskommandos und wir werden uns sicherlich auch hier die Frage stellen, was das für Auswirkungen hat auf die strategische Ebene und wie wir das dann entsprechend steuern. Für Sie, für den nachgeordneten Bereich im Wesentlichen, gilt es, die Binnenoptimierung inklusive der Dienstpostenstruktur weiter voranzutreiben.
Couleurverhältnisse wie angewiesen durchgreifend zu etablieren und alle Mehrforderungen von Dienstposten, die immer sachlich abgeleitet sind, nun auch in ganzheitlicher Betrachtung zu prüfen. Das werden wir natürlich im Ministerium unter Ihrer Einbindung tun. Und ich appelliere unverändert an Sie, die Stabsstrukturen weiter zu verschlanken, wo immer es möglich ist. Auch Hierarchien auf den Prüfstand zu stellen und die dann erzielten Einsparungen zu reinvestieren. Das ist das große Ziel, was wir weiter nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Wir werden nicht aus dem Vollen schöpfen können im Bereich des Personals. Mit Blick auf die Panels, die Sie jetzt demnächst hier haben werden, heute Abend und morgen, möchte ich Ihnen einige Gedanken wenigstens mit auf den Weg geben und Fragestellungen, die sich mir so in den zurückliegenden Monaten ergeben haben, auch aus den Gesprächen mit unseren Truppen. Der Maßstab für mich ist die Auftragserfüllung und nicht die Befolgung häufig hausgemachter Prozesse. Jetzt kriege ich bestimmt wieder Alarm, weil ich die Prozesse so lieb habe. Prozesse sind wichtig, aber sie sind nicht das Alleinbestimmende. Die Auftragserfüllung steht im Vordergrund. Und an der Eignung für die Auftragserfüllung ermisst sich letztendlich der Einsatzwert unserer Streitkräfte. Und der Kern dieses Einsatzwertes ist für mich, dass unsere Truppe Vertrauen in die Führung hat, das Vertrauen, dass wir es hinbekommen, das Vertrauen der Soldaten, dass es sich lohnt, für den Erfolg einzutreten. Wir haben unseren Soldatinnen und Soldaten zurückliegend und den zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel zugemutet und sie haben geliefert, trotz oft widriger Rahmenbedingungen. Genau diese Rahmenbedingungen jetzt wollen wir stärker in den Blick nehmen. Und dabei geht es nicht nur um Datenzahlen und Fakten, sondern es geht auch um die Besonderheiten des Berufsbildes, um unser Selbst- und Rollenverständnis und unsere Bereitschaft, sich voller Überzeugung mit aller Kraft in der vor uns liegenden Zeit zu stärken. Letztlich ist das innere Führung. Also auch nichts richtig Neues, aber es gilt immer noch. Das Mindset Landesbündnisverteidigung erfordert eigenständiges Handeln, Risikobereitschaft und Entscheidungsfreude, auch von den jüngeren Vorgesetzten. Und von den erfahrenen Vorgesetzten die Bereitschaft, Dinge neu zu betrachten und eingelaufene Pfade und Denkmuster zu verlassen. Für größtmögliche Handlungssicherheit müssen wir daher vermehrt in die politische Bildung, die Weiterentwicklung der inneren Führung und eine effektive Rechtsausbildung und Beratung investieren, auch für unseren Führungsnachwuchs. Klammer auf, da steht auch im Koalitionsvertrag. Wir müssen also das Mindset eines Bündnisverteidigung auf allen Ebenen durchgängig leben und durch konkrete Maßnahmen erlebbar und belastbar machen. Der Boden dafür in der Truppe ist bereitet, das wissen Sie, und wie uns gestern der Sprecher des GVPA bestätigt, ist das auch ein echtes Faktum. Lassen Sie mich was zum Thema Material sagen. Wir sind auf gutem Wege mit der Umsetzung des Sondervermögens. Der Angriffsschwung läuft und es wird geliefert ab Ende dieses Jahres. Die Spürbarkeit bei der Truppe wird uns am Ende dann die Rückmeldung geben, ob wir erfolgreich waren. Essentiell für mich ist dabei unsere Industriekapazität. Auch hier sind wir dabei und sie ist nicht nur wichtig national, sondern auch international und innerhalb Europas. Insgesamt muss es uns darum gehen, dass wir auf diesem Kontext auch einen langfristigen Erhalt der Industriekapazitäten gewährleisten. Denn Nachfolgeproduktion von vielen Dingen muss auch später möglich sein. Und ich darf nochmal appellieren, auch der Mittelstand ist ständig bei mir und bittet um Planungssicherheit. Auch hier, glaube ich, müssen wir dran denken. Mit Blick auf den Beschaffungsprozess, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, ist für mich maßgeblich das Forderungskontrolling. Also auch eine gewisse Selbstbegrenzung und eine Reduktion unserer Forderungen auf das Wesentliche und Konzentration auf Marktverfügbarkeit. Das ist jetzt der Einstieg in die Umsetzung des Sondervermögens. Und auch hier, denke ich, werden nicht alle Wünsche am Ende realisierbar sein, aber wir müssen eindeutig und transparent priorisieren und damit dann regelmäßig überprüfen, ob wir unsere entsprechenden Forderungen erfüllen können. Mit Blick auf die Infrastruktur nur so viel, es muss alles zueinander passen. Also Materiallieferung, Personalaufwuchs und Infrastruktur. Diese Dinge, die berühmten Planungskategorien, müssen zusammengehen und es muss harmonisiert nach vorne gehen. Auch hier bitte ich um Ihre aktive Mithilfe an allen Stellen. Zum Personal will ich Ihnen nur noch mal zurufen, was wir diese Woche in der Gleichstellungsbeauftragten Tagung diskutiert haben. Wie schaffen wir die Balance zwischen Attraktivität und den besonderen Anforderungen des Soldatenberufs? Und vor allem, wie integrieren wir familiäre Sorgepflichten wie Kinderbetreuung und Pflegeverantwortung in unsere Forderung nach Kampfstandsfähigkeit? Wie verhindern wir Nachteile in der Laufbahn der Betroffenen? Nach der Diskussion diese Woche stelle ich fest, Handlungsbedarf auf allen Ebenen.
Wie gut sind wir eigentlich bei der effektiven Einbindung unserer Reservisten und Reservisten? Welche neuen Wege wollen wir dort eigentlich gehen, damit wir nicht zu viele verlieren? Und schließlich Ausbildung. Wie kriegen wir schnell die Ausbildungslücken geschlossen in einem inzwischen deutlich vorangebrachten Ausbildungssystem? Wir haben in der Vergangenheit dort viel getan und die Pandemie hat am Ende noch den nötigen Druck erzeugt, um die Digitalisierung der Ausbildung ebenfalls voranzutreiben. Hier sind wir aus meiner Sicht auf einem sehr guten Weg. Gleichwohl darf ich Sie alle bitten, nochmal zu überprüfen, ob alle Forderungen, die Sie an jeden Dienstposten erheben hinsichtlich der Ausbildung, tatsächlich so erhalten bleiben müssen. Brauchen wir wirklich die vielfältigen Ausbildungsgänge, die Sie dort vorgesehen haben? Ich denke, hier ist auch noch ein Feld, wo wir besser werden. Gute Ausbildung ist eine unabdingbare Investition in die Zukunft. Und damit sind wir bei dem Dreiklang Führung, Ausbildung und Erziehung. Manchem scheint Erziehung noch so ein bisschen was zu sein aus der alten Zeit. Ich glaube, manchen tut es aber gut, das Thema nochmal aufzugreifen. Insofern darf ich Sie herzlich bitten, diesen Dreiklang auch in Ihrem Führungsverständnis weiter zu betreiben und dort am Ball zu bleiben. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben national und international einen klaren militärstrategischen Rahmen, mit dem Sondervermögen und den neuen gesetzlichen Grundlagen eine historisch einmalige Ausgangsposition, die erforderlichen Veränderungen anzugehen. Wir haben mit der kritischen Bestandsaufnahme bis Ende des Jahres eine umfassende und in die Zukunft gerichtete Analyse. Was wir brauchen, ist jetzt Tempo bei der Umsetzung und Durchdringung. Die Truppenteil- und Dienststellen in dem nachgeordneten Bereich warten auf unsere Entscheidungen und das Meilensteinjahr 2025 ist quasi übermorgen. Der Gleichklang von Streitkräften, Ressourcenbereichen und Industrie ist zur Bewältigung der Zeitenwende unverzichtbar. Und es ist nun an uns, das alles voranzubringen durch schnelles, abgestimmtes und entschlossenes Handeln. Das ist das Gebot der Stunde. Ich darf Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Ich bin in der Zeit geblieben, trotz Mikrofonausfall, und freue mich auf viele Gespräche und gute Diskussionen im Rahmen unserer Tagung. Vielen Dank.